Hallo zusammen. Heute gibt es, um bei meiner kleinen Serie zu bleiben, Mandelknacker. Schön lecker, fein und für gute Zähne bestens geeignet. Die Mandeln müssen erstmal von der Schale befreit werden. Und das erreichen wir, wenn wir sie in kochendes Wasser einlegen und da etwas ziehen lassen, aufweichen lassen. Und dann lässt sich die Schale einwandfrei entfernen. Leider funktioniert das bei den Haselnüssen überhaupt nicht, aber mit den Mandeln einwandfrei, wie ihr seht. Anschließend die Mandeln gut wieder trocknen lassen. Die saugen ja Feuchtigkeit auf und das können wir eigentlich im Moment dafür nicht gebrauchen. Also gut trocknen die Mandeln, also am besten mindestens einen Tag zuvor die Haut entfernen und dann geht's zu den Mandelknacker. Glukose muss nicht unbedingt sein, aber dann werden die Knacker auch etwas weicher und nicht steinhart. Und dann kommt natürlich auch Honig dazu für den feinen Geschmack. Und solltet ihr keine Glukose nehmen, nehmt einfach mehr Honig. Die Sahne dazugeben und alles wird aufgekocht mit dem Zucker. Und hier kommt keine Butter dazu. Ich versuche jedes Mal ein anderes Rezept zu zeigen. Und dann die Mandeln. Diese habe ich dann noch leicht angeröstet. Mit der Zuckerhonigmasse bleiben die ja dann nicht so lange im Ofen drin und deswegen leicht vorbehandelt durch Anrösten. So, das alles wird jetzt aufgekocht, die Mandeln stehen bereit und wie ihr seht, habe ich auch das digitale Thermometer bereitgestellt. Die Masse wird wieder auf 110 Grad gekocht und wie ihr seht, ist sie ganz weich noch, ganz flüssig und das muss jetzt alles raus, die Feuchtigkeit und der Zucker wird auf 110 Grad eingekocht. Das dauert seine Zeit und dann kommen anschließend die Mandeln dazu, gut durchmischen, vielleicht etwas abkühlen lassen und dann kommt das Ganze in die vorbereitete Form. Ich habe den Backrahmen 20 x 33 cm und habe aber für mein Vorhaben jetzt die doppelte Masse, die doppelte Karamellmasse gekocht, also mit 400 Gramm Mandeln. Ihr müsst dann halt den Backrahmen entsprechend verkleinern. Die Mandeln schön gleichmäßig verteilen. Das geht ja jetzt noch gut. Das alles ist ja noch flüssig und noch nicht richtig karamellisiert. Als erstes mal so etwa bei 170 Grad Umluft, damit gleichmäßige Hitze entsteht, in den Ofen und hellbraun, hellgelb backen und die Zuckermasse, die an der Seite rausläuft, kann man dann wieder zurückgeben unter die Mandeln. Etwas abkühlen lassen und dann nochmals etwas korrigieren. Und ja, ihr seht selber, etwas rumspielen, das macht Spaß. Und dann kommt die ganze Sache nochmals in den Ofen. Und jetzt ist es richtig schön goldgelb, geschmolzen, der Zucker, richtiges schönes Karamell. Und das wird jetzt gut abgekühlt. Und hier, ach, ist das herrlich. Da könnte man richtig reinbeißen. So schaut's dann aus. Ja, aber wir müssen trotzdem weitermachen, auch wenn der Anblick so wunderschön ist. Abkühlen lassen, vom Blech runter und aus dem Backrahmen schneiden. Natürlich sollte die Masse noch etwas lauwarm sein, weich. Kann auf jeden Fall mit den Händen ran.
Und das Ganze kann dann in der Hand genommen werden und schön rausschneiden. Es klebt ein bisschen, aber das ist gar nicht so schlimm. Wenn es richtig abgekühlt ist, ist es dann gut und ihr seht schön sämig und dann unten das Papier abziehen, Backpapier natürlich verwenden. Das geht wunderbar ab. So, und jetzt die Kuvertüre. Heute will ich weiße Kuvertüre verarbeiten. Und das muss ganz genau vor sich gehen. Ich habe jetzt Kuvertüre im Wasserbad geschmolzen und hier klein gehackt. Den zweiten Teil, das heißt das letzte Drittel. Und das kommt jetzt unter die aufgelöste, noch warme weiße Kuvertüre. Diesen Vorgang nennt man Impfen. Da wird jetzt alles wieder auf richtige Temperatur gebracht. Sollte das nicht richtig hinhauen, dann wird die ganze Sache nichts. Hier haben wir jetzt 31 Grad Celsius und das ist zu warm. Wir brauchen 28 bis 29 Grad. Jetzt haben wir das erreicht, oder ich wenigstens. Kommt auf Backpapier, glatt streichen, möglichst gleichmäßig und schnell arbeiten, zügig arbeiten, damit die Kuvertüre dann nicht anzieht und fest wird. Und dann kommen die Mandeln darauf, mit der Unterfläche natürlich auf die Schokolade, auf die Kuvertüre. Leicht andrücken, nicht zu fest, damit die Schokoladekuvertüre nicht an der Seite rausdrückt zu arg und diese dann entfernen. Das Ganze wird dann kalt gestellt oder jetzt kalte Jahreszeit kann man es auch raus auf den Balkon stellen, wenn es nicht feucht ist. Zucker zieht ja Feuchtigkeit an, also aber dann wird es ganz klebrig und das sollte nicht sein. Und jetzt wieder zurück zur Kuvertüre. Hier habe ich den Rest, den brauche ich jetzt noch. Hört ihr? So muss es sein. Das ist das Zeichen, dass sie richtig bearbeitet wurde für den Grund. Und jetzt wird das Gleiche nochmals fabriziert. Kuvertüre auflösen im Wasserbad. Impfen und dann wieder auf 28, 29 Grad bringen. Die Mandelknacker müssen ja unten auf dem Boden noch etwas verziert werden. Also das ganze Sache herumdrehen und hier seht ihr, ist etwas zu fest angedrückt und deswegen kommen auch die Mandeln etwas durch, die scheinen durch, aber das ist gar nicht so schlimm. Kuvertüre wieder auf 28, 29 Grad bringen, auftragen, glatt streichen. Ich hätte etwas mehr haben sollen, das war der Rest voll, aber das reicht genau aus, zumindest für mein Vorhaben. Und dann habe ich hier einen alten Teigschaber, Zacken reingeschnitten mit der Schere. Und jetzt wird das Ganze gekämmt. Mit etwas mehr Auflage könnte ich das jetzt schöner machen. Es ist leider so, das lässt sich nicht mehr ändern. Abtrocknen lassen. Und jetzt wird das Ganze geschnitten. Und ihr seht, das geht ganz einfach. Mit einem Messer nur drücken. Und dann schnitten. Quadrate oder Dreiecke, so wie ihr das wollt, schneiden und die ganze Sache ist dann schon fertig. Und so schaut es dann unten aus. Das Rezept dazu ist wie immer unten in der Info und auch ein Hinweis, woher ihr die Glucose bekommt. Ja, dann gutes Gelingen, viel Spaß beim Nachbacken und tschüss, bis zum nächsten Mal.